In Schulen werden mittlerweile sehr gerne versteckt Erklärvideos zur Wissensverfestigung eingesetzt. Hierbei werden Schülerinnen und Schüler gebeten, das Gelernte in unterschiedlichen Formaten zu erklären. Beispielsweise sollen sie ein Erklärvideo generieren oder ihre Erklärung per Sprachnachricht oder Textmessenger schicken. Aber ist die Generierung einer Erklärung in mündlicher oder schriftlicher Form überhaupt effektiv? Die Forschung zeigt gemischte Befunde. Wir untersuchen daher in unserem Forschungsprojekt die Gelingensbedingungen der Instruktionsmethode Lernen durch Erklären. Bisherige Ergebnisse unserer Arbeit zeigten, dass die Effektivität von Erklärungen sowohl vom Lernmaterial, von der Erklärmodalität als auch von den Voraussetzungen der Lernenden abhängt. So zeigte sich, dass Lernende besonders vom Erklären profitierten, wenn sie zuvor komplexe Inhalte erlernen mussten und wenn sie diese darüber hinaus mündlich erklärten. Des Weiteren zeigte sich, dass besonders Lernende vom Erklären profitierten, die ein niedriges akademisches Selbstkonzept aufwiesen, also diejenigen, die glaubten, dass ihnen das entsprechende Fach schwerfällt. Weiteren Gelingensbedingungen gehen wir in neuen Studien auf die Spur.